Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Enlisted. Wir sind zurück in Stalingrad, genauer gesagt im Traktorenwerk, die neue Karte vom High-Kaliber-Update. Auf der Seite der Sowjetunion und verteidigen gegen die heranstürmende Wehrmacht. Und ja, so häufig spiele ich ja Stalingrad nicht. Habt ihr ja mal gesagt, weil man extra dafür auch noch so eine extra Battle Pass braucht, ne? Das fand ich nicht ganz so cool. Nicht auf mich schießen, bitte. Können wir da nochmal gucken. Und ja, die Karte habe ich jetzt ein, zweimal gespielt. Ich finde sie von der Aufmachung her cool. Ich kann jetzt noch nicht sagen, wie gebalanced das Ganze jetzt hier halt ist. Aber das Setting, mega cool. Das Traktorenwerk hat ja in der Geschichte auch eine sehr große Rolle gespielt in Stalingrad. Und ich finde das cool, dass man sowas halt auch mit aufnimmt. Okay. Das war jetzt weniger cool. Und hat der einen Flammenwerferpanzer? Oder ist da ein Flammenwerfer? Ja, das sind ja gleich mehrere Panzer. Hilfe. Warte mal, du hast doch dieses TNT-Ding. Ja, okay, nevermind. Okay. Ja, was mir an dieser Karte eigentlich ganz gut gefällt, was das Ganze natürlich auch so ein bisschen tricky macht, du kannst dich ja überall verstecken. Also oben auf den ganzen Metallstreben entlang klettern, auf den Rohren rumrutschen, auf den Dächern rumklettern und so. Das ist schon mega cool. Natürlich auch ein bisschen nerven, weil du aus allen Himmelsrichtungen abgeknallt wirst. Was mich aber seit dem High-Kaliber-Update nervt, ist, du wirst nur noch zugepflastert mit Bomben. Nur noch. Du hörst nur noch Bomben fallen. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht. Ich weiß nicht, vielleicht bilde ich mir das auch einfach ein. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall nervt mich das tierisch. Jetzt kommen mir gerade schon wieder Bomber runter, ne? Also irgendwie muss man sich da was einfallen lassen, dass die Abstände, in die halt benutzt werden können, irgendwie vergrößert werden oder sowas, weil das geht gar nicht. Du kannst ja auf manchen Karten keinen Fuß mehr vor dem anderen setzen. Weil du die ganze Zeit nur zugepflastert wirst mit Bomben. Komm. Nein, nicht zurückschießen. Nein. Was mir hingegen aber ganz geil gefällt im Update ist, dass Panzer endlich Smoke-Granaten haben. Also Nebeltöpfe. Gut, der ist jetzt nicht gerade das beste Beispiel dafür, der hat sowas nicht. Aber das finde ich mega geil. Okay. Wieder lange genug gelabert. Lange Rede, gar keinen Sinn. Wir müssen hier gewinnen und ganz viele Punkte holen. Und wir hängen fest. So wie das aussieht, überrennen die uns. Alter, was ist denn jetzt schon wieder? Ey, das Panzer hier überall festhängen, ne? Das geht mir so aus auf den Senkel. Das ist hier wie bei War Thunder. War Thunder fährst du gegen den kleinsten Stein, der Panzer stackt. Du kommst nicht mehr weg. Hier ist es teilweise auch so. Hey, guck mal, Flammenwerferpanzer. Wäre cool, wenn du nicht auf mich schießen würdest. Ab in die Rad. Oh, dieser Drehturm, ne? Den kannst du auch in die Donne treten. So. Schön erstmal zwei Panzer getilgt. Ja, das können wir so wieder gleich hier zurückziehen. Ich muss sagen, ich habe noch nicht einmal auf dieser Karte gewonnen. Drehen, drehen, drehen. Was haben wir hier? Ich glaube, der gehört ja nicht zu uns, oder? Auf mich zu belästigen. Dämliche Infanterie. Steht ja auch voll Panne, ey. Mir fehlt hier in dem Panzer echt eine Kommandantenansicht. Weiß ich, wie ich mit dem Ding jetzt hier reinfahren. Das ist eine richtig dumme Idee, bestimmt. Die gehören nicht zu mir.
mehr leer. Och, dreh die doch mal ein bisschen, ey. Direkt mal in Panik geraten. Schnell weg. Infanterie böse. Oh, ich hänge schon wieder fest. Alter. Also das ist echt keine Panzerkarte. Das ist ja schon so ein Mini-Panzer. Ich meine, den kannst du in die Hosentasche stecken, so groß ist das Ding. Hi. Ausrichten, ne? Das ist doof. Okay, egal. Wie, du lebst noch? Okay. TNT-Ladungen sind auch nicht mehr das, was sie einst mal waren. Also ich habe auch das Gefühl, dass sie die schwächer gemacht haben, die TNT-Ladung. Ich hatte neulich nämlich auch eine TNT-Ladung auf den Motorbereich eines KV-1 gelegt. Gezündet, nix. Nix passiert. Hat ein bisschen Staub aufgewirbelt, mehr nicht. Ja, natürlich. Nee. Ja, also wir können sagen, dass sie uns hier... komplett überrennen. Wieder mal. Jedes Mal, wenn ich diese Karte spiele, werde ich hier komplett überrannt. Vielleicht liegt es an mir. Ich bringe Unglück. Können wir hier hinklettern? Ich glaube, da kommen meine Leute nicht mit, ne? Hey, wieder Bomber. Was für eine Seltenheit. Die suchen sich jetzt irgendwie einen Weg, hier hochzukommen, ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter! Ne, Granate. Ja, die könnte gut kommen, die Granate. Tonolack auf. Könnte. Hatten die nicht irgendwo mal geschrieben gehabt, dass man die Dinger jetzt werfen kann? Ich meine, der hat die echt nur fallen lassen. Alter. Wie schlecht kannst du schießen? Das kann ich von hier aus nichts machen. Kriegen wir da eine Bombe auf den Kopf? Das ist geil, ne? Die KI weiß immer, wo du stehst. Immer. Siehst du dort? Ja, übertreiben wir es doch noch mehr. Also wenn ich der Beste im Team bin, weißt du, wie schlecht das Team ist. Ja, vielleicht nicht ganz so drastisch, ne, aber... Ja, ihr seht's ja halt selbst. Ich habe ja auch nichts Besonderes dabei, ist alles Standard. Ich glaube, Kampagnenstufe bin ich 4 oder so. Deswegen keine Maschinenpistolen, keine großen Sprengladungen, kein nichts, kein gar nichts dabei. Ach. Ja, komm mal hin da. Danke.
Ja, ich hätte euch gerne ein bisschen länger die Karte gezeigt, muss ich sagen, aber soll ich sagen, das wird eine sehr kurze Runde werden. Denn jetzt hier schon auf mich von hinten kam, oder? So. Jetzt können wir auf nichts schießen. Da ist einer. Da ist auch einer. Nur ein volles Magazin ist ein gutes Magazin. Ach, schade. Ist nämlich immer ganz geil, wenn du jemanden triffst, der eine Granate in der Hand hat. Ja, dadurch die Granate fallen lässt. Sah echt so aus, als hätte der gerade so einen Irokesen-Haarschnitt gehabt. Okay, meinetwegen könnt ihr gerne alle so einzeln reinlaufen, nur nicht so viel. Ich muss immer nachladen dazwischen. Hier kommt der nächste. Kommt her, holt euch eure Kopfnüsse ab. Alter! Eine belastende Runde auf jeden Fall. Kurz und belastend ist diese Runde. Peng! dieser Revolver, ne? Das ist echt der Hammer. Ne, geh mal da rein. Ist gesünder für dich. Okay, das war schon. Ja. Also ich, ganz ehrlich, ich weiß nicht, das muss irgendwie noch gebalanced werden, finde ich. Ich habe jetzt, glaube ich, keine Ahnung, 5 Mal diese Karte gespielt oder irgendwas in der Richtung. Nicht ein einziges Mal gewonnen. Jedes Mal sehen die Runden aus wie jetzt gerade. Dass wir halt komplett überrollt werden. Also maximal überrollt. So wie wir es jetzt halt auch gerade gesehen haben. Weiß ich nicht. Ich meine, die sind natürlich sehr, also klar, die haben jetzt einen relativ hohen Rang, das heißt, die haben sehr, sehr gutes Equipment und so. Wir hatten jetzt auch ein paar gehabt, wobei ziemlich viele rausgingen. Weiß ich nicht. Also das Balancen ist meiner Meinung nach, das ist halt so ein Problem bei Gaijin. Nicht nur in diesem Spiel, sondern auch bei Warthunder ist es ja auch teilweise halt so, ne, dass das irgendwie nicht so ganz hinhaut. Es ist auch immer schwer, so ein vernünftiges Balancen zu machen, das ist mir klar. Aber es kann ja auch nicht sein, dass jetzt jeder hier alle 2 Minuten der Bomber holt. Das ist ja auch schon mal komplett übertrieben. Da müsste man alle schon mal was machen. Und gerade so hier auf dieser Karte hast du keine Deckung, weil die ganze Decke halt fehlt, ne? Das muss man ein bisschen bearbeiten. Ansonsten gefällt mir das Design der neuen Karte auf jeden Fall sehr, sehr gut. Also das finde ich super. Aber ja, da müssen die auf jeden Fall nochmal nacharbeiten. Aber das, ja... Weiß nicht, wie seht ihr das? Wie findet ihr die neue Karte? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und ja, heute ist es halt eine sehr, sehr kurze Runde. Und ja, ich denke mal, beim nächsten Mal läuft das hoffentlich wieder besser. Also bis dahin, macht es gut. Ciao.